Jo Leute, was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen knackiges Video. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen. Haut ihr auf den Like-Button, abonniert den Kanal, kommt alle auf meinen Discord-Server. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wichtige Information, wenn ihr den Glitch machen möchtet auf die PS4, Xbox One und so weiter, bitte klickt hier oben auf das i, da erkläre ich euch, wie das funktioniert. Wichtig ist, bitte zuhören, sehr, sehr wichtig. Das hier ist ein Afterpatch für den PC. Es gibt auch einen Money Glitch für sowas, aber wir tun ein paar Sachen noch ändern und deswegen können wir Fahrzeuge merchen. Was leider nicht für die PS4 noch nicht funktioniert, weil es auf der PS4 nicht speichert. So, was braucht ihr? Ein Autohaus, also eine Autowerkstatt, dann Spenderfahrzeuge, das heißt ein Bennys oder ein Formel 1 Wagen. Wichtig ist, ihr braucht eine mobile Kommandozentrale. Da schmeißt ihr das Auto rein, was ihr spenden möchtet. Das heißt, hier ist zum Beispiel ein Bennys Fahrzeug drin. Das hier will ich alles hier rüber merchen. Lackierung, Felgen, Nummerschild und so weiter. Ja? Sehr, sehr wichtig. Gut, dann lasst uns anfangen. Schnappt euch das Auto. Fahrt ganz normal raus. Denkt dran, öffentliche Lobby, sehr, sehr wichtig. So, seid ihr draußen gespawnt, aussteigen, geht am besten immer im Passivmodus, sicher, sicher Leute, geht auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug aufräumen. So, geht einmal zurück, Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern, ja, sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt gleich unser Fahrzeug gespawnt. Ist das Fahrzeug gespawnt, nimm das Fahrzeug jetzt einfach, wie gesagt, das ist ein Bennys Fahrzeug, könnt ihr richtig cool merchen. So, was wir jetzt aber brauchen, ist das, was wir besitzen oder nicht besitzen, einfach das gleiche nochmal. Es ist egal, die Leute es besitzen oder nicht besitzen. Ja, es gibt hier ungefähr 3 Stück. Wir müssen da einfach nur hinfahren und so ein Online-Spiel aussuchen, wie beim Money Glitch vorhin. Seid ihr angekommen, wie gesagt, einfach hinfahren. Wählt jetzt ein Spiel aus. Wenn der Spieler rausgeht, dann sieht es ungefähr so aus, oben rechts. Wie gesagt, dann neue Lobby suchen wieder. Wie gesagt, das passiert nur, wenn der Spieler die Lobby verlässt oder offline geht. Wenn ihr drin seid, ganz machen, einfach wieder rausgehen. Und jetzt holt euch die Kommandozentrale. Seid ihr jetzt bei der mobile Kommandozentrale angekommen? Hinfahren. Alles bestätigen. So, seid ihr drin gespawnt? Schnappt euch das Auto jetzt wieder. So, schnappt euch das Auto und fahrt wieder raus. Das Fahrzeug, was da drin ist, ist jetzt beim Autohaus oder CO-Gebäude, wo ihr das andere Auto als erstes rausgefahren habt. So, seid jetzt da angekommen, wo ich bin. Wie gesagt, das funktioniert nur mit dem Bennys Fahrzeug. Habt ihr einen Formel 1 Wagen, dann fahrt ihr zu der Spraydose. Ja? Wo ist die hier? Ja? Sehr, sehr wichtig, egal welches. So, reinfahren. Wenn ein Online-Spiel euch das Fahrzeug zerstört, einfach Fahrzeug wieder anfordern. Also ganz machen lassen, anfordern und weiter glitschen. So, hier könnt ihr jetzt alles ändern. Farben, Reifen, egal was, alles wird übernommen, wenn es möglich ist. Ja? Nehmen wir mal Beispiel Lackierung. Habt ihr beim Fahrzeug alles geändert, was euch so gefällt? Wie gesagt, die Lackierung ist mega hässlich, aber egal. So, einfach wieder rausgehen. Pause-Menü. Auf Online. Editor.
So, seid ihr wieder gespawnt? Denkt dran, das Fahrzeug, was draußen steht, nicht aufräumen. Hier ist mein Allergy, was vorhin im MOC drin war. Also das Originale. Wir gehen einfach ganz normal raus. Und draußen muss eigentlich das Fahrzeug sein, gemerged. So, und sagt Leute, da steht das Fahrzeug. Hat einfach mal mega funktioniert. Auch ein neuer Afterpatch. Sieht auch richtig geil aus, der Porsche. Wow. Denkt dran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Sehr, sehr wichtig. Bitte zum Schluss was ändern. Nummernschild, Panzerung, so wird das Auto 1 und 1 gespeichert. Haut rein, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.